VfB Stuttgart vs Bayern München Bundesliga 11. Oktober 2011 seltsam kennt sie mein Tipp, München gewinnt. Zum Abschluss dieser Runde ist noch ein Duell zum Spielen übrig geblieben, und zwar das Derby alter Rivalen, deren Spiele immer sehr viel Aufmerksamkeit erregen, und die Rivalität wird sogar auf die zwei bekannten Automarken, die in diesen zwei Städten produziert werden, übertragen. Die Rivalität ist groß, aber das Team aus der BMW-Stadt ist weit erfolgreicher als das Team aus der Mercedes-Stadt. Bayern hat genau dreimal so viele Siege, mit 20 Remis. Nur ein paar Jahre zurückblickend ist dieser Unterschied nicht so groß gewesen. Letzte Saison hat Bayern beide direkte Duelle zu eigenen Gunsten entschieden und besonders überzeugend, sowie ohne irgendwelche Ungewissheit, was den endlichen Gewinner betrifft, sind sie in Stuttgart mit 5:3 gewesen. Beginn: 11. Dezember 2011, 17.30 Uhr. Stuttgart erwartet viel von diesem Spiel, obwohl ihre momentane Form nicht gerade sehr gut ist. In den letzten 6 Meisterschaft-Matches haben sie nur einen Sieg, und da mussten sie sich, zu Hause gegen Augsburg, auch ziemlich anstrengen. Es ist 2:1 gewesen, und entschieden hat die tolle Solo-Aktion von Martin Harnik, der beide Tore verbucht hat. Davor und danach wurden sie zu Gast bei Mainz und Werder besiegt, wo die Abwehr insgesamt 5 Gegentore kassiert hat. Der schlechte Auftritt der Abwehr und der ganzen Mannschaft hat sich in der letzten Runde fortgesetzt, als sie 2:2 auf eigenem Terrain gegen Köln gespielt haben. Sie sind im Rückstand gewesen, dann haben sie das Spiel gewendet, wieder durch die Solo-Aktion eines Spielers, dieses Mal Gentner. Sie haben aber keine Lösung für Podolski gefunden, der 2 Minuten vor dem Ende ausgeglichen hat. In den letzten 6 Matches hat Stuttgart mindestens ein Gegentor kassiert, und da die Stürmer schon lange nicht in Form sind und die Mannschaft die erwähnten Mittelfeldspieler Harnik und Gentner im Leben halten, ist es klar, warum die Ergebnisse nicht gut sind. Sie haben keinen so großen Grund für Optimismus, außer der etwas schlechteren Form des Gegners. Trainer Labbadia hat nur 2 Probleme mit den Verletzungen, aber beide sind auf den gleichen Positionen des rechten Außenspielers, wo eigentlich Bularuz spielt. Er hat sich im letzten Spiel verletzt und sein Ersatz Celotti ist schon einige Zeit nicht dabei. Somit ist Labbadia jetzt gezwungen, den Spieler, der eigentlich rechts außen spielt, Boca, auf diese Position aufzustellen. Das wird auch die einzige Veränderung in der Ausstellung im Gegensatz zur letzten Runde sein. Voraussichtliche Aufstellung: Stuttgart, Ulreich, Boca, Tasci, Mazza, Molinaro, Quist, Gentner, Harnik, Hainal, Okazaki, KKB 365. 100% bis 100 Euro exklusiv Bonus. Preisgekrönter Buchmacher. Nach den fantastischen Spielen hat die Form von Bayern langsam nachgelassen, was am Anfang durch die sporadischen schlechten Ergebnisse erkennbar gewesen ist, und jetzt sind sie schon in einem Warm-Kalt-Rhythmus. Das bedeutet Sieg, Niederlage, dann wieder Sieg und das letzte Mal wieder eine erneute Niederlage. Diese Niederlage sollte man aber nicht als ein Maßstab betrachten, da es in der Champions League passiert ist, wo Bayern schon lange die Platzierung ins Achtelfinale gesichert hat. Es ist also klar gewesen, dass Heynckes gegen Manchester City nicht die stärkste Aufstellung rausschicken wird, sondern eine kombinierte. Also Wunder die Niederlage von 2:0 und ein ziemlich schlechtes Spiel, in dem sie gar nicht gefährlich gewesen sind, überhaupt nicht. Was die Meisterschaft betrifft, haben sie eine Serie von 2 Niederlagen hintereinander gehabt. Die haben sie in der letzten Runde mit dem sicheren Sieg gegen Werder unterbrechen können. Es ist 4:1 gewesen, und dieser Match erinnerte an die besten Spiele in dieser Saison, und auch die Helden des Spiels sind die gewesen, von denen man das auch erwartet. Ribéry hat getroffen, sowie Robben 2 Elfmeter, und zwar nachdem er von der Bank aus reingegangen ist. In so einer Aufstellung ist es schwer gegen Bayern zu spielen, und wenn sich auch noch Gomez anschließt, dann sind sie fast unschlagbar. Alle Aufgezählten haben am Mittwoch gegen Manchester ausgeruht und werden jetzt von der ersten Minute an spielen. Auch Tümoschu kommt zurück, der die Strafe wegen roter Karten abgesessen hat, und Alaba geht auf die Bank.
Es fehlt nur Schweinsteiger und diese Position wird dieses Mal groß besetzen und die Aufstellung wird ziemlich offensiv sein. Voraussichtliche Aufstellung: Bayern, Neuer, Boateng, Van Buyten, Batstuber, Lahm, Tümüşük, Groß, Robben, Demüller, Ribéry, Gomez. Psychisch wäre es für Bayern sehr wichtig, wenn sie die Pause auf dem ersten Platz antreten würden und dieses Spiel ist dafür entscheidend. Deswegen geht so eine offensive Aufstellung auf den Platz und die problematische Abwehr von Stuttgart wird diese Angriffe schwer aushalten können. Somit sind wir der